Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ark Survival Evolved Triforce. Ich bin mal wieder am Start, war jetzt eine ganze Zeit, ein paar Tage nicht da. Ja, im Moment habe ich leider ganz viele Projekte am Start. Ja, müsst ihr verstehen, klar, YouTube-Channel, da will man natürlich von neuen Sachen berichten. Und jetzt natürlich vor Weihnachten werden haufenweise neue Sachen rausgeprügelt, da hat man viel zu tun. Und ja, wer da denkt, ne? So ein YouTuber hier, so ein Let's Player, da hat er nicht viel, da musst du nur auf den Knopf drücken, dann nimmt er auf und dann ist er fertig. Da könnt ihr euch wirklich, 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 das ist ein schwerer Irrtum. Ne? Ihr habt unheimlich viel zu tun mit Schneiden und Tritra, Trullala und Informieren und habt dann, ihr seht, das ist echt, das ist unheimlicher Aufwand, ihr glaubt es nicht. Aber egal, wir sind jetzt hier bei Ark und ja, Hämlinge. Ja, die Hämlinge haben ein kleines Problem zurzeit. Wir sind etwas geschrumpft, unser Kader. Oh, da liegt ein Ei. Schnell mitnehmen. Und ja, da wollen wir jetzt ein bisschen aufstocken. Wir streben einen Zusammenschluss an. Yippie! Ein Spino-Ei. Sehr schön. Zusammenschluss an mit dem anderen Tribe. Aber das wollen wir noch nicht also an die große Glocke hängen. Nur damit ihr wisst, hier ist noch kein Ende. Ja, das wäre ja auch viel zu früh, weil wir haben auch gar nicht vernünftig mal angefangen zu kämpfen. Dann gestern wurden wir angegriffen von der Bruderschaft, aber anscheinend steht das so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Die waren echt frech, die von der Bruderschaft. Die haben uns einen Level 120 Spino, den wir gezähmt hatten, der auch echt sehr selten ist, gekillt und noch ein, zwei Tiere. Das war nicht sehr nett. Und die wohnen da drüben im Eis und wird wohl nicht mehr lange dauern. Dann werden wir uns freundlich bedanken. Ja, so wie das so geht, ne? Heute Abend ist Survival of the Fittest Event. Da kann ich euch leider auch schon vorwarnen. Wird leider nichts bei mir. Meine Tochter hatte Geburtstag. Familie geht vor. Deswegen leider, und leider ist der Termin so gefallen, dass ich da nicht mitmachen kann. Oh, hier mal ein bisschen ernten. Ja, mich würde freuen, wenn der Zusammenschluss klappt. Haben wir neuen Wind, neue Aufgaben. Neue Aufgaben sind immer gut, ja. Und ja, wurden ein paar Regeln geändert, wurden ein paar Regeln hinzugefügt. Dieser allgemeine Unmut, möchte ich mal sagen, der ist gut zurückgegangen, ja. Das war ja schon wirklich ein bisschen übel. Ich meine, klar, das Projekt Tribe Wars, ja, ein bisschen Chris sein Projekt. Und Regeln sind immer ein bisschen Auslegungssache und wenn Regeln müssen sich auch alle halten, ja. Aber was macht das Ganze ja auch aus irgendwo, ne? Rein, wenn man nur PvP machen wollte und egal, alles wird sich bewegt, schießen würde, dann braucht man hier nicht Projekt Tribe Wars zu kommen, ne? Dann kann man auf dem erstbesten PvP-Server anheuern, hochleveln und auf alles stürzen, was sich bewegt, ja. Hat natürlich, ja, ist PvP, aber ob das viel Sinn und Zweck hat, ist die andere Frage. Wenn es Spaß macht, macht Spaß, ja. So, aber hier gilt natürlich in erster Linie ja eher so das Motto Tribe Wars, ne, also, ne, nicht hau jeden den Schädel ein, sondern mal gucken, welcher nette Nachbar hat sich in den Vordergrund gedrückt, ne, und möchte mal eine Abreigung kriegen. Bis jetzt waren wir ziemlich defensiv. Ja? Wir wollten noch viel vorbereiten und so. Aber das wird sich jetzt auch ändern. Also defensiv, wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen. Wir haben noch ein paar neue Petris gezüchtet. Dann zeige ich euch mal Baby-Petris. Baby-Petris, hier sind sie. Blub. Gucken wir mal, machen wir sogar hier mal die Zeilen aus. Da sind die Kleinen. Na, ihr Süßen. Ja, sieht doch toll aus. Baby Petris. Da mach ich mal wieder an, sonst sieht man die nicht. Ja, die Jungtiere. Ne? Die sind schon gut auf der Hälfte. Schöne Level, 179, 160. Dann haben wir noch einen. Den haben wir hier drüben hingestellt. Mit den Jungen. Hier sind sie. Blub, ups. Der ist hier unten drunter. Da sitzt er. Bei der Mutti unter den Federn quasi.
Sieht man Level? Jetzt sieht man Level. 179. Also sind schon schöne Level bei rausgekommen. Wir hatten sogar 4, glaube ich. Aber den vierten war dann zu viel. Weil, wenn die Tiere jung sind, ne, dann fressen die ja doch sehr, sehr viel. Ja? Und die dann über Nacht durchzubringen. Hoch, ein Ei. Flöpp. Her damit. Danke. Habe ich es jetzt oder nicht? Nee, ich bin zurückgesetzt. Wenn die dann über Nacht durchzubringen, ist halt so die Kunst, ne? Erstmal das Ausbrüten sowieso. Und dann fressen die doch halt sehr viel. Und ja, uns wurde ein Tipp gegeben. Und den kann ich auch nur weitergeben. Legt ruhig gekochtes Fleisch rein. A, fressen die das auch. B, ist der Stack größer. Das sind 30er Stacks, ja? Könnte also viel mehr in die Kiste tun, ne, und könnte mal vernünftig schlafen, ohne direkt wieder hier anrücken zu müssen und die Tiere neu zu füttern. Und C, haben die auch eine längere Halbwertszeit. Pass mal auf. Also ich hole mal einen Steak raus. Zack. Und hier einen Steak raus. Und dann seht ihr, nächstes Stück Fleisch vergammelt in 8 Minuten. Was rekocht ist, ja, normalerweise steht da 2-3 Minuten. Also sagen wir mal, ja, 8 Minuten jetzt hier in 2. Ist natürlich klar, wenn ich was zeigen will, klappt es nicht. Nicht. Ich schmeiß die mal rein. Blub. 8 Minuten. Naja. Okay. Da, 16 Minuten. Da. So, jetzt aber. Naja, beim Fleisch, ich glaube, ich die Obergrenze 8 Minuten beim rohen Fleisch. Im normalen Inventar bist du vergammelt. Und hier ist es, glaube ich, sogar 24 Minuten beim gekochten Fleisch. Also, bedeutet das, dass das Fleisch viel länger hier drin liegt, in der Folge dessen vergammelt viel weniger und ja, dadurch können die Tiere viel länger fressen. Ja? So, ja, dann der neue, der, ich sag mal, die Gigantos da. Da sind wir uns überlegen, der soll ja ausrasten, wenn er einen zu hohen Schaden bekommt. Und da sind wir uns noch nicht einig. Wir wollen uns dann erst sehr wahrscheinlich eine Stahlbox bauen. Weil wenn das Vieh zu viel Schaden kriegt, dann greift das auch, also dann läuft der Amok. Dann greift er alles an, was sich bewegt. Vor allen Dingen will er seinem Meister, sag ich mal, der ihn gezüchtet hat, ans Leder. Ja, und den will er dann fressen. Und wenn er ausrastet, beißt er alles kaputt. Und stell dich mal vor, ne, hier dieses Drecksvieh, der steht hier im Gehege. Und irgendwelche netten Nachbarn schmeißen ein paar Bomben auf den Schädel. Und der flippt aus. Der beißt ja alles kaputt. Ja? Der ist ja unstoppable. Mit seine, wie viel Leben und wie viel Schaden der macht. Ja, ihr habt ja in dem Video schon gesehen. Das Vieh macht mit einem Hieb einen Mammut kaputt. Angeblich auch mit einem Hieb einen Bronto. Ja? Teilweise hat ein Level 16 soll 300.000 Leben haben. Überlegt euch das mal. Ja? Dann könnt ihr das auch ungefähr, wenn T-Rex, ne, ummünzen vom T-Rex, vom Schaden her. Wenn er 300.000 Leben hat, hat er den vierfache, fünffache Leben wie ein T-Rex. Und dann macht er auch den vier- bis fünffachen Schaden. Klar, sonst wird so ein Mammut oder so ein Bronto nicht im Hieb umfallen. Ja? Und ja, wenn ihr den in eurer Base habt und der rastet aus und beißt alles kaputt, da habt ihr wieder gut was zu tun, die Base aufzubauen. Warte mal, komm hier, ein Stück Fleisch. Sweetie hat Hunger. Der braucht auch ein bisschen was. Und vor allen Dingen unsere kleinen Petris. Die müssen auch was zu essen haben. Tut mir leid, Dicker, aber du musst dran glauben. Du bist Futter. So ein riesen Kotelett kann ich nicht weglaufen lassen. Hep. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, der Grundton hier auf dem Tribe-Server ist grundsätzlich schon ein bisschen, ich sag mal, aggressiver geworden. Ja, geht wieder schon ein bisschen mehr, wird sich wieder ein bisschen mehr gekabbelt. Und das sollte ja so auch sein, ja, weil hier war ja allgemeines Friede, Freude, Eierkuchen schon fast angesagt. Ja, also zu viel Friede. Ja. So, die Schüssel habe ich eben nachgeguckt. Jetzt muss ich hier mal gucken, ob hier noch genug drin ist. Hep. Ja, Tröd, direkt mal einen Haufen gelegt. Lass mal gucken. Hier ist auch ein bisschen was drin, aber hier kann ich noch ein bisschen Fleisch reindonnern.
Komm, Tweety, du hast doch genug dabei. Gib mal ein paar Koteletts her für die Kleinen. Aha. Weil das auch natürlich ein Problem. Mit einem mal kurz da reinschmeißen. Hier, die Petris sind natürlich sehr schnell, aber die sind ja auch sehr leichte Ziele. Die haben halt nicht viel Leben. Oh, gucken wir mal hier bei dem rein. Okay, der ist ja jetzt noch ein Junges. Klar. Aber was hat der, so ein Petri? Selbst wenn er dem ein bisschen was in Leben gibt, sagt mal 3000 Leben. Ja. 3000 Leben ist natürlich ja nix. Ja. Rucki zucki ist der tot und das sind dann die ersten Opfer. Deswegen brauchen wir auch einen gewissen Nachschub von den kleinen Petris. Ja. Leider habe ich keine Aufnahme davon, wie sie noch als Eier waren, wie sie dann noch klitzekleiner waren. Ja. Aber ich finde die Tierchen dennoch süß. Ja. So viel zu den kleinen Petris. Der muss auch mal, der müsste auch mal den Einsatz, der wartet schon drauf. Ja. Soweit, so gut. Ja, Thema Zusammenschluss kann ich euch noch nicht mehr erzählen. Kann ich euch erzählen, wenn das soweit ist. Ne? Will ich noch nichts vorwegnehmen. Groß. Aber ne? Mehr Leute ist auch gleich mehr Action. Und es wird auch mal Zeit, dass ich euch ein bisschen Action zeige. Nicht immer nur rumfliege und euch ein bisschen was erzähle. Oh, ein stinkender Hai. Gehst du weg von unserem Gehege? Bist du denn für ein Level? Level 44. Ach, da ist Frühstück gleich für die anderen. Das ist ja kein Thema. Ich dachte, einen schönen Hochleveling, den würden wir uns auch noch nehmen. Ja, genau. Ich sollte euch noch dieses Riesen-Unterwassertier zeigen. Wird demnächst auch passieren. Davon wollen wir uns auch eins zähmen. Wir müssen erstmal auch einen finden. Guck mal, hier ist ein Grafikbug, habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist eine Grenze im Wasser, seht ihr die? Was hat denn Komisches? Hab noch nie gesehen. Ach Mist, schon wieder vom Thema abgekommen. Also, demnächst zeigen wir euch auch den Riesenfisch. Mir fällt der Name überhaupt gerade gar nicht ein. Na? Den Fische sind hier an für sich nicht so beliebt. Ja, Haie und so, weil die meisten wohnen ja über Land. Ja, aber ich würde sagen, damit kann man auch genug Käse machen. Ja, man kann da weit genug am Rand irgendwo hingehen und so ein Vieh da als lebende Base stationieren, wo man Torrets sind ja nicht mehr erlaubt, ja, sind ausgeschlossen worden. Torrets auf hier fliegenden Festungen und so sind nicht mehr erlaubt. Ja, das wurde gecancelt nach gewissen Aktionen von jemanden. Ne? Ist das jetzt außer Frage? Fliegende Festung, ja. Mit Bewaffnung, nein. Ja, ich meine, die Viecher haben schon ohne Ende Leben. Ja. Und sind auch ziemlich flott unterwegs. Damit kann man immer flüchten und man muss ja nicht mit den Dingern allein durch die Gegend fliegen. Ja. Deswegen wurde ausgemacht, keine Bewaffnung mehr auf Festungen. Auch nicht auf reitenden Festungen. Ne? Auf keinen Bronto mit 50 Geschützen obendrauf. Ja, ist auch nicht mehr gestattet. Finde ich auch irgendwo sehr gut. Ja, weil ja, Triforce soll ja Triforce sein. Ne? Man soll ja hier mit ein paar Dinos andrücken und kämpfen. Und ja, jetzt ehrlich, es hat einen Kampf, wenn ich mit einer Base hier so mit so einem Vogel mit 5 Toys obendrauf irgendwo drüber schwebe und dann macht die ganze Zeit ratatatatat und dann schießt alles kaputt. Das ist ja kein Kampf, ne? So. Ja, da will ich mal hoffen, dass unser Zusammenschluss klappt, dass wir ein bisschen mehr Member kriegen und dass wir dann mal anfangen können, auch mal ein bisschen Krieg zu machen. Ihr wollt doch Krieg sehen, oder? Okay, Leute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, habe die Ehre. Tschüss.